Herzlich willkommen zu den Highlights des ersten Rennens der GTRSM. Haha, Hanni, hab ich gedacht, ich steht mit euch hoch, der Schwätze. Kann ich gar nicht. Den Ersatz da über den Hand ich 100 Mal geübt. Aber jetzt muss ich machen wie der Dieter Thomas Heck, sonst kriege ich das gar nicht alles durch. Also am ersten Platz war der Schwenker, der zweite, der Diletta, der Zimbo, der Marpol, der Dirk, der Little, der Judy, der Dackel, der Schmitter, der Big Bonnet Boy, der Duke, der Infight Elvis und die Freiheitsfackel. So, Ulig, da kriege ich aber keine Luft mehr. So, jetzt geht schon gerade los, der Start, zack, zack, von hinten mal geguckt, aus dem Auto raus und noch ziehe die durch die erste Kurve da. Und wo, weißt du, wo wir da überhaupt sind, ne? Das ist Alsake, ne? Alsake. Ne, Quatsch, das heißt nicht Alsake, das heißt Elsass, ne? Und das ist da im Nordosten von Frankreich. Eine schöne Gegend, kann ich nur sagen. Und da fahren die mit den Autos da zickzack durch den Kurs da durch, ne? Also wirklich geil, ne? Also wirklich, ich bin immer begeistert. Guck mal hin, der Schwenker, da zuppelt der dem da am Poppes rum, ne? Ach, du lieber Himmel, das. Die gehen sich da einer, mein lieber Alter. Jo, hinten dran ist direkt der Zimbo, ne? Der lässt auch nicht locker. Aber die da zwei, ne? Die haben sich gefunden, ne? Der einen neben dem anderen, der andere neben dem einen. Unglaublich. Also in dem Auto, den ich nicht hucken müssen, da geht's mir schlecht gehen, ne? So, aber jetzt wollte ich erst noch ein paar Sachen erzählen, ne? Dann seht ihr da oben immer was da oben. Lauf der Lava, also ein paar Informationen, ne? Und das ganze Rennen da, ne? Die ganze Meisterschaft da, die saarländisch, die wird gesponsert, und zwar von verschiedenen Firmen. Die habe ich natürlich jetzt nicht alle im Kopf, ne? Aber da gibt es Preise am Ende, ne? Bis zu 100 Euro, kann ich da sagen. Es mitmachen lohnt sich auf jeden Fall, ne? Ich habe mir auch gedacht, ich mache auch mit. Komm, was soll's? Ne? Macht ja Spaß, das macht es saumäßiger Spaß, wenn ich das mal so sagen darf. Ja, und es gibt natürlich nicht nur eine Lobby, es gibt zwei Lobbys. Ne? Wir haben insgesamt, ich glaube, 27 Fahrer, 28 können wir sind. Ne? Und da könnt ihr euch gerne noch anmelden. Wir haben noch einen Platz frei. Ne? So, jetzt sehen wir da. Das da ist mit dem Schäne da, das ist der Judy. Der Judy, guck mal an, hä? Der kann gut fahren, der Judy. Das ist einer, der fährt auch sau viel. Der hat allerdings immer die Scheibe wieder an. Weil, ich weiß nicht, was das jetzt genau für Sinn da hat, weiß ich nicht, ne? Vielleicht hat er die Scheibe ja auch innen, ne? Wie die Pelzer, die haben auch die Scheibe innen. Die machen wir, und da ist alles nass vorne. Da brauchen die innen die Scheibe wieder, ganz klar. Aber die dürfen ja zum Glück hier nicht mitfahren. Jetzt muss ich euch da noch ein bisschen was erzählen. Und zwar ist das nächste Rennen am 25.04.2021. Ne? Und so viel ich weiß, ist das auf ist nicht Interlagos. Quatsch. Moment, wo ist das nochmal? Jetzt fällt mir das doch schon wieder nicht in. Heitertaus. Ich sage es euch später, wenn ich nochmal drüber nachgedacht habe. So, genug gedacht. Lago Maggiore war es, genau. Haha. Jetzt gucken wir euch an. Da, der Marpol. Ach du Liebe, da hat er sich eigentlich fast das ganze Rennen schon versaut, ne? Nämlich bei der starken Mannschaft da kannst du dir so Fehler gar nicht erlauben, ne? Geht nicht. Wenn du da wegdriftest, hast du Pech gehabt. Und da siehst du jetzt da, hinten dran, den Porsche ist der Infight Elvis, ne? Der haut hinten dran, vorne dran, da dem Dackel, ne? GTRP-Dackel nennt er sich, aber eigentlich ist es der Infight-Dackel, ne? Muss man einfach so sagen, weil der gehört zum Infight-Team. Ah, und das da, das ist der Dirk. Der Dirk und vorne dran, hey, die Witzka, das ist der Schmidder. Der Schmidder im Biedel. Was hat der da hinten drauf? Ein Totenkopf. Du lieber Himmel, da kriegt man ja Angst. Der Schmied, aber ist sauschöne Lackierung. Die Buben, die kennen sich immer wieder mehr, ne? Das gibt auch ein schönes Bild dann, ne? Wenn die da hintereinander her sausen, ne? Und dann haben sie da so schöne Lackierungen da. Das guckst du dir immer gerne wieder an, ne? Ich kann das da jetzt, ich kann doch gar nicht sagen, wie oft ich das schon gesehen habe.
Als fährt er in die Box. Der Zimburg fährt in die Box. So geht das in der Box. Also zack, zack, die alte Rewe runter, die neue Rewe drauf und sofort ist er wieder da. Und hinten dran ist aber die Freiheitsfackel da. Guck mal, die Freiheitsfackel, schön lackiert. Guck mal, wie ihr Fackel, ne? Guck dir das an. Schön. Ach, ist das so herrlich, ne? Oh, ich wollte euch so viel erzählen. Jetzt fällt mir doch falsch nichts mehr in, ne? Ich habe mir da ein paar Notizen gemacht, ne? Ach, über die Fahrer, ne? Die kommen alle aus dem Saarland. Ja, und ihr Bube. Ihr könnt da mitfahren, ihr Saarländer. Schämen euch nicht. Es ist eine faire Sache, ne? Es wird sauber gefahren, ne? Es können auch Anfänger mitfahren. Das ist auch gar kein Problem, ne? Und ich sage es immer wieder, das Ding da, die Lobby 1 und die Lobby 2, das haben wir gerade gesehen, die gibt gestreamt, und zwar ein Livestream. Das wird kommentiert vom Megapacker, der hat jetzt da die Lobby 1 gemacht. Und der Pixie, der hat die Lobby 2 gemacht. Mit dem Kollegen zusammen, das habe ich gesehen. Ich habe es mal später angeguckt. Richtig gut, ein professionell, muss ich sagen. Ne? Oh, da ist richtig Input hinten dran. Ne? Die kennen sich aus mit den Autos, die wissen doch, welches Auto da einen Mittelmotor hat, die wissen, welches Auto einen Frontmotor hat. Und da gibt es ja auch noch Autos, die haben den Motor hinten. Ne? Kann man sich gar nicht vorstellen. Doch, welches? Das war, so viel ich weiß, immer der VW, der Kugel Porsche da, der Beetle. Ne? Da haben wir jetzt den Schwenker. Der hat sich ein ganz schöner Vorsprung rausgefahren. Weil der hat ein Speed drauf, ihr glaubt es nicht. Der ist auf der Runde da, in dem Elsassdorf, ne, ist der ein 1,50 gefahren. Ein 1,50! Ne? Da lässt er die andere einfach stehen. Und das da, jetzt haben wir da im Bild vorne den Lidl. Der Lidl, hinten dran ist der Infeld Elvis, ne? Und vorne dran war der Duke. Genau, im RS Duke, genau, im AMG Mercedes. Aha. Das sind richtig schöne Autos, ja. Ja, guck mal an, da ziehe ich so eine Runde noch der Anna. Ist das nicht herrlich? Haha, ja, das ist herrlich. Was ist das jetzt? Guck da an, ach Gott, der Infeld. Ach du lieber, der hebt da ab. So. Und das war's gewesen für den Infeld Elvis, ne? Da hat er Pech gehabt. So. Da ist er dann, boah. Ich glaub, der ist 12. Boah. Aber die andere Mannschaft da, von den Infelder, ne? Die haben andere Plätze belegt. Gott sei Dank, ne? Haben sie mich noch mal rausgerissen. Oh, jetzt hab ich's verrot. Ach Gott. Ach Gott, ach Gott, ach Gott. Jo. So. Und jetzt geht's schon gleich in die letzte Runde. Und kämpft ja, guck an, da kämpft jetzt, das ist der Dackel, und jetzt wird er überholt vom Zimbo. Ah, da zieht er vorbei, guck an, zack, da ist er durch die Kurve gemitscht, ne? Richtig schön, und da, der Schwenker, der fährt jetzt gerade in die Box, gerade auch mal eine neue Reihe verdrost, das ist ja nicht, wie die aussehen, gar kein Profil drauf. Oder brauchen die gar kein Profil? Ah, es rennt ja nicht, krass, richtig, die fahren ja da mit sogenannten Slicks, ne? Ja, Six und sonst nix. Okay. Und da geht's direkt weiter. Da wird immer gefeilt. Und ich habe gehört, in der Lobby 2 war es genauso. Da war es teilweise noch enger, ne? Der gibt's aber auch nicht auf, der Schmidt da, ne? Der gibt's nicht auf, der will den Hals da stibbeln. Guck mal hin. Oh, jetzt hat er ein klein bisschen touchiert, aber ein bisschen Lackaustausch dafür Sinn. Und jetzt kommt der Schwenker ins Ziel, er ist erster. Applaus für den Schwenker. Und wir haben als Wetter die Judy. Wer hätte das gedacht, der Judy? Einmal. Der Kerl hat sich da nach vorne gemogelt. Einmal, guck mal an, der Judy da. Und der Zimbo ist drin. Der Zimbo, der ist auch flott unter die Letter. Das war der Hammer. Hat null Sprit und rollt gerade so mit 80 km/h über die Ziellinie. Und dann kommt der Dackel. Und hinten dran der Infeld Markus, also der Marpol, ne?
Und da hat der Schmidt ist da der 7. und der Duke ist der 8. Oh, und wie geht's denn dann weiter? Ah, da kommt der Big Bonnet und da kommt der Dirk und da kommt der Little und da kommt der Elvis und dann kommt auch noch die Freiheitsfackel. So, das war's. Glückwunsch! Es war ein schönes Rennen. Es hat Spaß gemacht, ihr Bube. Meldet euch an für dieses geile Event. Ne? Und da sind dann nochmal die Sponsoren. Und wir danken natürlich auch unserem Chef sozusagen. Da sage ich jetzt einfach mal so. Das ist der Toffi. Ne? Der Toffi. Und dem müssen wir auch eine Freundschaftsanfrage schicken. Und melden euch über den Discord-Server da an. Und die Freundschaftsanfrage, wie gesagt, an der Toffi, -14-. Ne? Mir wünsche euch noch viel Spaß und wir sehen uns auf dem Asphalt.